Heute ist es soweit. Nach einem anstrengenden Ritt gilt es für Silvana und ihr Team am Finaltag zu überzeugen. Letzter Tag im wunderschönen Sauerland. Finales Testessen. Ich bin sehr gespannt, ihr auch, weil das war wirklich harte Arbeit. Und die beiden Mädels, nett, ja, nett sind sie, aber kriegen sie es gebacken? Ach, da wird noch gearbeitet, guck mal. Oh, der Kollege mit grünen Daumen. Guten Morgen. Na, wie geht's? Gut. Ja? Wie sieht's aus? In den letzten Zügen. Ja. Pflänzchen noch in die Töpfe. Ja. Machen es hier noch schick, weil die Damen wollen hier das Testessen machen. Dann musst du aber hier noch ein bisschen aufräumen, ne? Ein bisschen. Aber. Oder ist das hier deine neue Deko? Ja, so machen wir das. Mhm. Auch die Damen haben fleißig gearbeitet. Ich habe mich gestern Abend mit Drea zusammengesetzt. Wir haben eine Speisekarte noch mal geschrieben. Waren uns auch eigentlich einig, so was wir machen. Wir haben Preise neu kalkuliert, weil er hat ja gesagt, mal 4 statt 2,5. Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Hallo. Hallo. Die Heiligen drei Königinnen. Wie geht's euch? Ja, gut. Arbeitet ihr euer finales Menü schon ab? Ja, wir sind dabei. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich das hinkriege, ja. Mhm. Sieht gut aus hier. Parmesan oder? Nein, Rehe. Wollen wir mal testen. Eine Hausaufgabe gilt es noch zu kontrollieren. So, hier ist die Speisekarte, Frank. Ach so. Ja. Boah. Die Speisekarte wurde nach Vorgaben des Sternekochs umgesetzt. In Sillis Landhaus gibt es in Zukunft regionale Speisen mit Pfiff. Glückwunsch. Super. Das ist super. Wir haben die Karte durchgesprochen, welche Gerichte wir draufnehmen möchten und haben das dann gemeinsam gemacht. Küchenfee Gisela kümmert sich um die hausgemachten Kuchen und offenbart damit bisher ungeahntes Potenzial. Also das habe ich mir irgendwie selber beigebracht. Rezepte nach Rezepten klappt es einwandfrei. Mit ganz viel Liebe wird ab jetzt im Landhaus gebacken. Der frische Kuchen ist von nun an ein wichtiger Bestandteil des Landhauskonzepts. So muss die gesamte Küchenleistung definiert sein. Mit Liebe, guten Rezepten und Können. Und so wird das auch was. Hallo Frank. Gisela, ich möchte dir mal sagen, dass du das sehr, 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 sehr gut machst. Das freut mich. Das ist sehr beeindruckend. Du bringst hier in diese ganze Chose unheimlich viel Niveau hinein. Also es ist ein Lob für die Mühe, wo ich mir mache mit den Kuchen. Und das freut mich sehr. Das große Lob von Ihnen, vom Frank. Zur Unterstützung im Service sind heute auch wieder Janina und Murat mit dabei. Ich werde dafür sorgen, dass die Gäste ein bisschen lockerer drauf sind und dass wir einen schönen Abend zusammen haben und dass wir auch hoffentlich dann eine super Bewertung bekommen. Alles ist bereit und die ersten Testesser sind im Anmarsch. Natürlich lasse ich mich jetzt heute vom Konzept überraschen, aber vom Landhaus, wenn Events drunter steht, Biergarten, ich meine, wir sind hier alle auf dem Land und wir genießen die Ruhe, die man hat und freuen uns natürlich über eine tolle Lokalität, wo man die Zeit halt verbringen kann. Eine schöne Zeit kann man jetzt in Sillis Landhaus verbringen. Vor allem der neu gestaltete Biergarten lädt zum Verweilen ein. Der ehemals schmuddelige Außenbereich ist zu einer Wohlfühloase geworden. Strandmöbel und Beachlook sorgen für Urlaubsfeeling. Die tristen Zeiten gehören der Vergangenheit an. Knallige Blumenarrangements machen den Biergarten zu einem echten Hingucker. Hallo. Der früher ungenutzte Wintergarten wurde zum Eventraum umfunktioniert. Türkise Farbakzente, schöne Accessoires und Grünpflanzen geben dem Raum einen ganz neuen Charme. Also das Ambiente vom Biergarten und Wintergarten finde ich sehr schön. Das ist angenehm, gemütlich, bisschen modern, ist nett gemacht. Ich finde es gelungen, ja. In der Küche gibt Silvana Vollgas. Als Vorspeise bereitet sie Frank Rosins leckeren Sommersalat mit Garnelen zu. Heute setzt die Chefin alles daran, die Testesser zu überzeugen. Der Salat ist ganz schmackhaft, ganz viele Zutaten, gute Zutaten. Ich glaube auch, dass wir die Mischung gut hingekriegt haben. Ja, ich glaube, das wird die Leute erfreuen.
Und los geht's. Beim ersten Testessen gab es als Vorspeise einen gemischten Beilagensalat. Heute will das Team rund um Silvana mit einer aufgepeppten Version überzeugen. Wie kommt diese bei den Testessern an? Diesmal ist was ganz was anderes. Also Fenchel zum Beispiel fand ich jetzt total spannend, ganz interessant. Und also diese Rucola-Mischung, auch mir, also ich mag ja gerne Garnelen, also ich finde es lecker, sehr lecker. Pinienkerne finde ich total toll. Ich nehme mal an, dass die geröstet sind, die geben dem Ganzen nochmal so einen richtig schönen Geschmack. Also, und auch die Salatsoße finde ich sehr toll. Und wie läuft es in der Küche? Die Soße schmeckt so geil. Gute Voraussetzungen für Silvanas Hauptspeise. Krüstchen à la Frank-Rosin. Die ursprüngliche Lüdenscheider Spezialität wurde neu erfunden und soll heute beim Finale überzeugen. Wir müssen ja gleich alle noch mal reintun, weil die ja alle noch mal überbacken werden müssen, ne? Ja, das, aber ich, ach so, machen wir das direkt drauf und dann ja. Dabei wird saftiges Rinderfilet mit würzigem Gruyère-Käse überbacken. Sauerländer Krüstchen. Nee, Lüdenscheider. Guck mal, Frank. Ja, ist überbacken. Das nennt man überbacken. Ja, sollen wir es ein bisschen anbrauen, bis es ein bisschen bräunlich wird? Nein. Mach keine Pizza Prostituto hier. Mhm. Jetzt einfach nur zum Anbacken. Raus. Okay. Servicebescheid sagen. Los Geos, Essos. Es kann angerichtet werden. Deftig und herzhaft. So muss es in einem Landhaus schmecken. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wie wird der neue kreierte Klassiker bei den Testessern ankommen? So, bitte schön. Vorsicht. Beim ersten Testessen gab es Tagliatelle mit Hähnchen in einer Balsamico-Sahnesoße. Heute wird die neue Spezialität des Hauses präsentiert. Eine hauseigene Version des Lüdenscheider Krüstchens. Total super, super gut. Also ich mag normalerweise kein Krüstchen mit diesem Ei drauf. Und das ist das beste Krüstchen, was ich gegessen habe. Endlich mal ohne Ei. Die Abwandlung des regionalen Klassikers scheint gut anzukommen. Hervorragend. Ich liebe sowieso Rinderfilet. Und das war wirklich ausgezeichnet. Silly, ich wollte sagen, super, super lecker, soll ich dir sagen? Oh, danke, das freut mich so. Also wir sind wirklich begeistert, freuen sich jetzt auf das, was kommt. Haben schon gesagt, schicken auch viele Ältere, weil jetzt freuen sich gleich auf ganz tollen Kuchen, haben sie gesagt. Ich habe gesagt, da könnt ihr euch richtig freuen. Nee, aber wirklich begeistert. Ja, schön. Ja, freue mich auch. Es wird Zeit für die Nachspeise. Giselas selbstgemachter Käsekuchen mit Baiserhaube auf einem Himbeerspiegel, garniert mit Physalis, ist servierfertig. Der Sternekoch darf als erster kosten. Ich habe mir geschworen, dass ich heute keinen Kuchen esse, weil ich viel zu fett bin. Aber wir haben noch was gemeinsam. Nein, ich habe eine Spitzenfigur hier. Wie war das jetzt so schlimm? Ah, ich freue mich ja. Ach, wie schön. Das sind Freudentränen, Freunde. Das ist natürlich ein großes Lob von ihm. Und das freut mich. Und dann kommen halt Freudentränchen auf. Ne? Das ist halt so. Und ich hoffe, dass ich den immer so hinkriege wie jetzt. Nun dürfen auch die Testesser ihr Urteil abgeben. Was sagen Sie zu Giselas Backkünsten? Trifft dieses Dessert auch den Geschmack der Gäste? Dieser Käsekuchen ist spektakulär. Einfach fluffig, locker, lecker. Hat alles gut geklappt. War ja ein richtig spannendes Abenteuerkochen heute. Mal wirklich mit Sachen, mit einer ganz neuen Idee. Und das umzusetzen hat mir Spaß gemacht. Mit ein bisschen Herzklopfen, aber jetzt bin ich auch erleichtert. Kommt ja gut rüber. Noch ist nichts entschieden. So, jetzt kommt's drauf an. Ihr bewertet jetzt das Finale. Jetzt wird sich zeigen, ob Silvana und ihr Team mit neuem Konzept überzeugen konnten. Wir wären ganz glücklich und es wäre super toll, wenn wir auf jeden Fall 45 erreichen würden. Ja, fürs erste Testessen 35 Punkte bekommen. Das war für mich zu viel. Viel zu viel. Ich kann aber auch verstehen, dass man zwischendurch mal
so ein bisschen den Groove verliert, weil irgendwie das Geschäft nicht läuft, es kommt nicht genug Geld rein, man kann davon nicht leben. Ihr macht einen Zweitjob zusätzlich, damit ihr überhaupt eure Miete bezahlen könnt. Ja? Und die Angst zu haben, wenn das alles nicht mehr ist, wo dann alle drei auf einmal einen Job herkriegen. Ja? Und vor allen Dingen die Traumblase würde zerplatzen. Den Traum, einfach gemeinsam so ein schönes Lokal zu führen. Ihr habt heute von den Testessern von möglichen 50 Punkten. ...46 Punkte bekommen, das ist stark. Gisela, komm mal zu mir. Gisela ist meine heimliche Freundin. So, Gisela, für die Nachspeise hast du 10 Punkte bekommen. Volle Punktzahl. Schon wirklich sehr, sehr stark. Die harte Arbeit und das neue Konzept haben sich bewährt. Silvana und ihr Team konnten sich um satte 11 Punkte steigern. Mit der Haupt- und Nachspeise haben sie die maximale Punktzahl von 10 abgesahnt. Das ist genau das, was ein Landgasthof benötigt. Authentische Menschen, die nämlich genau das machen, was das ausmacht. Und ich glaube, dass ihr beiden mit Gisela zusammen und mit diesem jungen Team sehr, sehr erfolgreich werdet. Ihr müsst es nun so genauso weitermachen, wie wir es jetzt gemacht haben. Ich wünsche euch alles Gute. Ja. Ich freue mich sehr. Schön, das heißt, das ganze Team hat funktioniert. Also ich werde heute Nacht doch ziemlich aufgeregt sein, wenn ich nach Hause gehe und lange nicht schlafen können, weil es so ein tolles Lob ist. Das freut mich sehr. Habt ihr gesehen, wie die drei sich gefreut haben? Also, da ist mir richtig das Herz aufgegangen. Denn eins muss man wissen, egal wie alt man ist, man darf nie aufhören zu träumen. Und vielleicht, wenn man das Ziel immer im Visier behält, dann geht der Traum auch vielleicht in Erfüllung. Wie hier, wenn sie Gas geben. Ich gehe das kontrollieren. Das ist doch wohl klar, oder?